Wie TikTok unsere Gesellschaft zerstört. Kinder, Jugendliche oder Erwachsene fallen immer mehr der Sucht nach dem schnellen und einfachen Dopamin. Das muss Menschen auch bewusst sein, dass viele Dinge, die wir konsumieren, auch in unser Unterbewusstsein reingehen und wir dann anfangen, anders zu handeln, anders zu denken, anders zu leben, so. Nur wegen Dingen, die wir uns reinziehen. Macht euch das bewusst. Es ist hierbei auch kein Wunder, dass alle großen sozialen Mediennetzwerke ehemalige Mitarbeiter aus Casino-Unternehmen einstellen, um den Nutzer sowie einen Spielsüchtigen süchtig zu machen. Wenn du das Handy dann zur Seite legst, ist wie als ob du gerade aufwachst, so. Und dann wieder im echten Leben bist. Okay, krass, okay, was echtes Leben, okay, was geht hier ab? Ah, ist voll langweilig, lass mal weiter scrollen. Miau, miau, bra, bra. Uhu, hee, hi, yes, you got me feeling like a cowgirl, am I ready? You got me feeling like a cowgirl. Seitdem es die sozialen Medien gibt, steigt auch die Zahl der depressiven Teenager an. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus, ihr seht's oben in der Ecke, der Chat ist aktiv, Herzen sind am Start und zwar ziehen wir uns für heute das erste Video rein, welches heißt, wie TikTok unsere Gesellschaft zerstört. Ja. Wir haben uns schon mal ein ähnliches Video reingezogen, aber ich finde es wichtig, darüber aufzuklären, beziehungsweise sich das immer mal wieder reinzuziehen, weil die Leute unterschätzen, glaube ich, diesen TikTok-Konsum, was das mit unserem Gehirn macht, was das in uns auslöst und deswegen machen wir heute wieder darauf aufmerksam. Daumen nach oben da lassen, Herzen in die Kommentare reinschreiben und natürlich den Kanal abonnieren. Erster Link in der Beschreibung, Rumble. Jeden zweiten, dritten Tag kommt da auch ein Video online, deswegen checkt es auf jeden Fall out und jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. TikTok it out, man, Alter. Verstörend, gefährlich und entmenschlichend, dafür stehen die Videos auf TikTok. Influencer wie Pinky Doll, die Elevator Boys oder Charli D'Amelio sind die talentlosen... Die Elevator Boys, was ist das denn, Digga? Elevated In Man oder was, sagst du? Stars unserer Zeit. Egal wo, egal wer, heutzutage nutzt jeder die App und sie bestimmt immer mehr unser Leben. Ob es die Musik ist, die wir hören, die Lebensmittel, die wir essen oder die Kleidung, die wir kaufen. TikTok entscheidet alles für uns. Kinder, Jugendliche oder Erwachsene fallen immer mehr der Sucht nach dem schnellen und einfachen Dopamin, das uns die so unterhaltsamen Kurzvideos geben. Daher gibt es auch immer mehr und mehr Kritik an der Plattform. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? ByteDance, die Firma hinter TikTok, wurde 2012 gegründet und schon zu Beginn arbeitet sie eng mit der chinesischen Regierung zusammen, die vor allem an der Entwicklung künstlicher Intelligenz War nicht auch die Vorstufe von TikTok eigentlich dieses Musical.ly? Musical.ly? Ich glaube, das war mal die Original-App, oder? War. Die künstliche Intelligenz hinter TikTok verfolgt so nur ein Ziel, nämlich den Nutzer möglichst lange in der App zu halten. Beispielsweise verbringt der durchschnittliche amerikanische TikTok-Nutzer 55,8 Minuten auf der chinesischen App, damit mehr Zeit als auf jeder anderen Social... Pro Tag oder was, Digga? Boah, Digga, 55 Minuten am Tag, Bro. Überleg mal, was mit diesen 55 Minuten anstellen könntest. Erstens, also wie du die Zeit besser nutzen könntest, aber zweitens auch, diese 55 Minuten, das ist ja nicht nur, dass du das dann konsumierst und danach ist vorbei. Die Sachen, die du dir da reinziehst die ganze Zeit, die gehen ja auch in dein Unterbewusstsein. Das heißt, teilweise Verhaltensmuster, deine eigenen Verhaltensmuster verändern sich, weil du dir die ganze Zeit so einen Scheiß reinziehst, so. Das muss Menschen auch bewusst sein, dass viele Dinge, die wir konsumieren, auch in unser Unterbewusstsein reingehen und wir dann anfangen, anders zu handeln, anders zu denken, anders zu leben, so. Nur wegen Dingen, die wir uns reinziehen. Macht euch das bewusst. Immer mehr Kinder und Teenager leiden wegen der App unter einer Schlafstörung, weil sie nachts einfach nicht aufhören können, die abhängig machenden Videos zu schauen. Neben dem engen Kontakt zur chinesischen Regierung ist eben dieser Suchtfaktor sehr besorgniserregend. Es ist hierbei auch kein Wunder, dass alle großen sozialen Mediennetzwerke ehemalige Mitarbeiter aus Casino-Unternehmen einstellen, um den Nutzer sowie einen Spielsüchtigen süchtig zu machen. Ach krass, also die stellen ehemalige Casino-Mitarbeiter an, das ist heftig. Der Spielsüchtige soll der TikTok-Nutzer weiter scrollen und so mehr Videos anschauen, damit die Plattform mehr Werbung anzeigt und so mehr Geld verdient. Das Scrollen bei TikTok funktioniert wie bei einem Spielautomaten. Der User weiß nicht, welches Dopamin ausschüttende Video als nächstes kommt, genauso wie der Casino-Spieler nicht weiß, bei Gewinnen. Das ist so krass, ne? Wer kennt das von euch selber, dass wenn du mal so ein paar Minuten hängen bleibst auf ein paar Videos so, dass das dann sofort einen Effekt auf dich hat. Und wenn du, das ist wie, wenn du das Handy dann zur Seite legst, ist wie, als ob du gerade aufwachst, so. Und dann wieder im echten Leben bist. Okay, krass, okay, was echtes Leben, okay, was geht hier ab? Ah, ist voll langweilig, lass mal weiter scrollen. Weißt du, was ich meine? Wird. Daher sind die meisten Videos auf der TikTok For You Page auch für den Zuschauer uninteressant, damit man weiter scrollt, bis man das für einen perfekt zugeschnittene, dopaminausschüttende Video bekommt, das sich für den Nutzer ähnlich gut anfühlt, wie Geld in einer Slotmaschine zu gewinnen. Und genau diese Unvorhersehbarkeit der Belohnung ist ein psychologischer Suchtfaktor, genannt intermittierende Verstärkung, die TikTok ausnutzt, dafür zu sorgen, dass...
Intermittierende Verstärkung, okay, krass. Die App nicht verlassen kann, sondern weiter scrollen muss. Neben dem extremen Suchtfaktor ist auch die Möglichkeit, sprichwörtlich über Nacht zum Star zu werden. Ein Grund, warum TikTok heutzutage, vor allem bei der Generation Z, beliebt ist, wie kein Mann, oft ziehen wir uns auch gerne solche Sachen rein, gerade erfolgreiche Leute und so, weil wir eigentlich ist es oft so, dass wir selber eigentlich tief in uns spüren, dass wir mehr machen könnten, dass wir irgendwie auch krass sein könnten in irgendeinem Bereich, aber wir trauen uns es nicht, uns selbst durchzuziehen, deswegen ziehen wir uns andere Menschen rein und tun dann so und fühlen dann so, als ob wir selbst was erreicht hätten, so. Weißt du, was ich meine? Das ist genauso, wenn du dir Pornos reinziehst, dein Gehirn denkt, du hast jetzt gerade Sex gehabt, du warst erfolgreich mit einer Frau. Obwohl du nur irgendeinem anderen Typen zugeguckt hast, wie er eine Frau smasht. Das alles, du fixst deinen Kopf damit. Soziales Mediennetzwerk. Früher wollten Kinder Fußballspieler oder Schauspieler werden, heutzutage am liebsten Influencer. Weil einige alles dafür tun, um diesen Traum zu verwirklichen, gibt es auf TikTok so viele verstörende, aufmerksamkeitserregende und freizügige Videos. Junge Mädchen verstehen schnell, dass wenn sie mehr von ihrem Körper zeigen, sie viel mehr Klicks, Likes und Fame bekommen. Ja, das ist traurig, bruv. Später versuchen sie dann, diese Aufmerksamkeit auf anderen zahlungspflichtigen Plattformen zu monetarisieren. Und einsame Männer zahlen für Erwachseneninhalte einer Frau, die sie insgeheim verachtet. Trends werden durch Plattformen wie TikTok immer extremer, weil extrem mehr Aufmerksamkeit. Digga. Ein wirklich verstörendes Beispiel ist der Aufstieg der TikTokerin und OnlyFans-Models Pinky Doll, die Livestreams teilt, in denen sie sich wie ein NPC verhält und je nach Art der Geldspende dann darauf reagiert. Bro, TikTok, OnlyFans ist auch so eine Sache, sag ich euch ehrlich, OnlyFans ist auch so eine Sache, was diese ganze Gesellschaft auch extrem kaputt macht. Ich hoffe und glaube, dass es in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, aber in den Staaten zum Beispiel, ey, da haben so 18-, 19-jährige Mädels, die eigentlich ganz normal, so weißt du, eigentlich süße Mädels aussehen, so, verkaufen ihre Pussy und ihre Titties online, sind online Whores, so. Und die Vorbilder sagen noch, dass es okay ist. Und die ganzen Sims sitzen zu Hause und bezahlen dafür Geld. Muss mal überlegen, was für eine Welt wir leben, wo wir Menschen eigentlich herkommen. So. Früher waren wir mal so mit der Natur lebende Menschen, die mit der Natur zusammen verbunden gelebt haben, die, keine Ahnung, Alter, Jagd haben, gesammelt haben, versucht haben, die Zivilisation aufrechtzuerhalten, das Dorf zu retten oder was auch immer so. Weißt du, wie ich meine? Warriors, Digga, und vernünftige Frauen und so, und jetzt guck mal, was wir jetzt geworden sind als Menschen. Weißt du, wie ich meine? Das ist krass. Also, wenn man sich das nur mal so richtig vor Augen hält, was aus uns geworden ist, so. Ey, Digga. Das ist keine positive Entwicklung, so, weißt du? Technik und diese ganzen Sachen, schön und gut, natürlich Fortschritt und so, alles schön und gut, aber wir sind dadurch voll weit weg davon gekommen, wie wir Menschen eigentlich zu leben haben. Miau, miau, bra, bra. Oh, hey, hi, yes, you got me feeling like a cowgirl. Are you ready? You got me feeling like a cowgirl. Durch sie ist diese Art des Streamens mittlerweile ein Trend auf der Plattform. Die Streamer bieten hierbei absolut keinen Mehrwert, sondern betteln nur noch Geld. Zuschauer verblöden dabei. Andere Challenges gehen hingegen so weit, dass sie die Gesundheit der Ersteller der Videos ernsthaft gefährden. Bei der Blackout Challenge haben sich vor allem Teenager vor laufender Kamera so lange stranguliert, also mit einem Kabel gewürgt, bis ihnen schwarz vor Augen wurde. Alles nur für ein paar wenige unbedeutende Aufrufe. Leider haben auch mehrere Kinder bei der Challenge mit ihrem Leben bezahlt. Des Weiteren schadet auch das... Das ist so krass, ne? Wie wir unterwegs sind im Internet, um Likes zu bekommen. Selbst... Ich habe ja diese ganze Entwicklung wirklich hautnah mitbekommen, wenn du überlegst. In meinem jugendlichen Alter gab es noch keine Handys, kein TikTok, kein Instagram, kein... Gab es diese ganzen Sachen noch nicht so. Dann kam das langsam und dann haben Leute angefangen, auf einmal Aufmerksamkeit zu suchen, unter anderem ich auch. Oder das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie einen Mehrwert bieten können, angefangen haben, online stattzufinden. Und dann ist es immer wichtiger geworden. Likes ist immer wichtiger geworden. Aufrufe sind immer wichtiger geworden. Mittlerweile ist es so, dass Leute Kommentare schreiben und sich bestätigt fühlen, wenn ihr Kommentar Likes bekommt. Weißt du, was ich meine? Also wir sind wirklich so weit, die Leute suchen so heftig Aufmerksamkeit. Und es liegt vor allen Dingen daran, weil wir Menschen nicht mehr richtig mit uns, die Beziehung mit uns versuchen zu verändern und zu stärken und unseren eigenen Traum zu finden und den dann zu leben, sondern die ganze Zeit nur online versuchen, irgendwas von außen zu bekommen, was uns dann irgendwie glücklich macht. So, aber eigentlich liegt das in uns, weißt du, du musst in dich reinhören, die Beziehung mit dir verbessern,
selbst versuchen, deinen Traum zu leben, dann lässt du dich von diesen ganzen Sachen nicht mehr so krass beeinflussen, so, weißt du? Dieses, ich habe das selber gehabt, ich habe das ja alles mitbekommen, wie gesagt, ich war in jeder Phase am Start und war auch echt lange Zeit lang immer so, ey, fuck, das hat zu wenig Likes und Mann, die Videos haben zu wenig Aufrufe und Zahlen und so. Und vor allen Dingen, wenn du dein Geld noch damit verdienst und versuchst, eine Karriere zu machen und so, dann lässt du dich davon beeinflussen. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, dass es einfach nicht gesund ist. So. Selbst wenn ich online stattfinde, muss ich schauen, dass ich davon Abstand nehme, dass ich mich davon nicht zu krass beeinflussen lasse, weil es am Ende des Tages nicht wirklich was mit dir als Mensch zu tun hat, wie viel Likes du bekommst oder nicht so. Das ist kein Indikator dafür, ob du ein guter, herzensguter Mensch bist, der versucht, was Gutes zu tun. So. Ist es nicht. Und das muss man halt realisieren. Neu realisieren musste ich auf jeden Fall. Das Scrollen der mentalen Gesundheit der Nutzer. Seitdem es die sozialen Medien gibt, steigt auch die Zahl der depressiven Teenager an. Außerdem sind Nutzer mit einer Depression deutlich anfälliger, sehr viel Zeit auf TikTok zu verbringen. Trotz dessen ist für den durchschnittlichen User die extreme Zeitverschwendung das größte Problem. Heutzutage sind viele schon am Scrollen, bevor sie erst ihr Bett verlassen haben. Man ist so gefesselt von den dopaminbringenden Videos, dass man gar nicht erst damit aufhören kann. Isst man darauf folgend etwas, schaut man dabei weiter TikTok, um sein Gehirn noch weiter zu stimulieren. Wenn man dann endlich anfangen möchte, etwas Produktives zu machen, zu lernen oder zu... Das ist halt wirklich gefährlich, nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Creator selber, so sich darin nicht zu verlieren, weißt du? Vor allen Dingen als Creator für mich persönlich, ich sag das halt aus meiner Perspektive, aber da machst du irgendwas, was auf Aufmerksamkeit bekommt und dann versuchst du immer wieder das Gleiche zu machen oder was Heftigeres zu machen, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und irgendwann machst du halt irgendeine Scheiße und guckst dir in den Spiegel oder betest abends oder keine Ahnung, Alter, und kommst, realisierst irgendwann, Digga, was mache ich da eigentlich so? Was mache ich hier eigentlich? Ich mache mich zum Affen die ganze Zeit, nur damit ich Likes bekomme und mich dann gut fühle. Hä? Weißt du? Fällt es einem so schwer, dass man weiter TikTok schaut und prokrastiniert. Die Videoplattform stimuliert einen so stark, dass einem anschließend normale Tätigkeiten schwerer fallen, da diese normalen Tätigkeiten im Gehirn viel weniger Reize setzen. Stattdessen brauchen wir mehr Dopamin durch Junkfood, Drogen oder mehr TikTok. Und so sind wir in einer Spirale der Sucht gefangen. Weil Kinder sich weniger selbst kontrollieren können, leiden sie vor allem an dieser Gefahr der Sucht. Sie leiden auch unter dem Druck, sich ständig mit den Influencern vergleichen zu müssen, die teilweise absolut unrealistische Schönheitsideale präsentieren. Sieht man dann auch noch das vermeintlich perfekte Leben der Influencer, ist man mit seinem eigenen Leben noch unzufriedener und fühlt sich schlecht. TikTok spiegelt oftmals nicht die Realität wider, sondern nur die von Creatern perfekt inszenierte Filterwelt. Meiner Meinung nach sollte sich jeder die negativen Aspekte von TikTok bewusst machen, so seinen eigenen Konsum regulieren. Niemand sollte mehrere Stunden täglich damit verbringen, durch endlose Videos zu scrollen. Anstatt zu konsumieren, sollte man die Plattform viel mehr für seine eigene Kreativität nutzen und beispielsweise selbst Videos teilen. Verbringt man aktuell zu viel Zeit in der App, verliert so. Zum Beispiel glaube ich auch, dass Social Media dazu beigetragen hat, dass auch Beziehungen heutzutage nicht mehr so gut funktionieren. Also ich glaube, das ist ein Riesenfaktor. Deswegen fühle ich das auch nicht, wenn meine Frau zum Beispiel oder meine Freundin auf Instagram unterwegs ist oder zu viel auf Social Media unterwegs, weil ich glaube, das kann einen Rieseneffekt auf die Beziehung haben. Um Ziele aus den Augen, sollte man vielleicht so weit gehen und TikTok endgültig löschen. Um eure Freunde über die Gefahren zu informieren, teilt jetzt das Video, schaut euch dieses Video an, dem erklärt wird, warum der heutige Mann immer schwächer wird. Warum Männer schwächer sind als je zuvor. Oh, Digga, das ist eigentlich auch ein interessantes Thema, ne? Ich fand das ein sehr gutes Video. Ich finde seine Stimme angenehm, gut zusammengefasst. Apollo, nur 3260 Abonnenten. Heftig. Also da können wir gerne auch mal ein bisschen supporten von unserer Community aus. Würde ich mal unten in der Beschreibung verlinken. Dass ihr da mal raufgeht und mal ein Abo da lasst bei dem Cousin. Ich lasse auch schon mal direkt ein Abo da. Ja, Mann, Alter. Geil. YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out.